Ich hab dir mal den Pfeil weggenommen, ne, Jusen. Ich danke dir. Nicht, dass er jetzt auch intelligent wird. Damit könnte ich nicht umgehen. E gleich DJ zum Quadrat, okay. Statt MC DJ. Hab's davon. Jo, ich bin bei dir. So, Mikro. Geh doch erstmal rein. Ja, warte, erstmal kurz was essen. Wir wissen ja auch nicht, was drin kommt, aber hat Alex auch nicht so Unrecht. Oh, hier ist ein Typ. Ich will gleich reingehen. Jusen? Ich muss mich doch auch nochmal heilen. Dir laden. Ein KitKat. Ein Energy-Riegel, Dicker. Schmeckt nach Energy. Oh, wilde Ananas, ja. Ich bin zwischen den beiden eingekeilt, ich komme jetzt nicht mehr weiter. Das ist ein guter Moment, um zu kacken. David, hier könntest du dir jetzt auch das Licht auf die Schrotflinte machen, ne? Ich kann auch die Taschenlampe in die Hand nehmen. Okay, oder? Ja, auf die Schrotflinte machen. Wir haben ja so viele Batterien, wir können die Taschenlampe ja auch mal benutzen. Jusen will seine Flares loswerden. Uiuiui. Ich hänge. Vorgeworfen. Nach unten oder nach oben? Dann gehen wir erstmal hoch. Tür ist zu und hier ist zugeschüttet. Wieder nach unten. Der hat sich nicht selber umgebracht. Ich glaube, hier ist jemand durchmarschiert. Hm? Man munkelt? Jetzt machst du hier einen auf Mentalist oder was? Detektiv. Hobby-Detektiv. Hier ist auch wieder zu. Gucken wir mal, was hinter dem Geld. Oh fuck! Hier ist ein böses. Hier ist. Oh fuck. Oh fuck. Oh ja, ich seh's gerade. Alter. Alter, es wirft mit Babys. Ja. Alter, was geht denn hier ab? Krasser Scheiß, Alter. Ich lieg auf dem Boden, warum kann ich nichts machen? Weil es eine Videosequenz ist, Diggi. Ach, da kommt Tyler mit der Stroh. Ey, es hat dich aufgemampft. Vielleicht hat es mich auch nur lieb gehabt. Es hat noch mehr Babys mit dir gemacht, dass es werfen kann. Jo, man kommt nicht mehr zurück. Aber der Kumpel ist tot auf jeden Fall. Jo. Na, was der komische Typ war, da hat er gerade einen Anzug an, der den Typen mit der Schrot erschossen hat. Und da waren ja noch zwei so schwarze Soldaten bei. Gehen wir nochmal kurz zurück, bitte, bei dem Fieder. Auf dem... rechts da auf den beiden Dings. Was liegt denn da, das schwarze Links? Ja, kann man nicht anklicken, aber ich hab probiert. Hier ist ein Baby. Krass, nee. Ein schwarzes Baby. Ja, sowas soll's auch geben, Alex. Warum hier so viele Akkuschrauber rumliegen? Jetzt muss ich. Man nimmt da, wenn ich jetzt L drücke, automatisch? Ja, macht er. Das ist schon mal gut. Warum macht dann die Lampe nicht? Ach doch, die ist an. Mal, brauchst du einen Saugroboter, Alex? Die funktionieren sogar noch. Die haben ja einen jetzt zu tun da unten. Jo, wer weiß, wie viele Jahre die hier schon Schleim aufsaugen. Hier ist noch Papier. Ja. Ich
Kisten habt ihr gar nicht aufgemacht, oder? Ah, oh, nee. Draht. So, ich glaube, wir müssen hier weiter, oder? Ist ja gar nicht geschwärzt. Weil ich die Taschenlampe in der Hand habe, kann man es gar nicht lesen. Da kommen wir dann auch noch lang, Pfeile. Okay, also, ihr seid erstmal da lang. Alter! Ist hier wieder eine Wohnung? Ja. Ich glaube, irgendeine Waffe haben wir gerade hier gekriegt. Oder es war nur ein Waffenaufsatz. Pistolenlanz. Ne, die Pistole hatten wir schon. Nimm mal den Wodka mit. Und ein Arm im Kühlschrank, lecker. Sieht ja fast aus wie meine Küche. Meinst du nichts drin? Ja. Aber hier lag auch ein Waffenaufsatz, glaube ich, gerade auf dem Boden. Ja. Für die Handpistel. Ja, die haben wir alle schon. Ja, die Pistel, ja, aber den Aufsatz für die Handpistel habe ich noch nicht. Die Dinger für die Waffen können wir ja auch mehrmals holen. Wir können sie ja auf die Armbrust und auf die Pistole machen. Safe and Cube. Ja, das ist klar. Den Würfel haben wir ja schon öfter gesehen. Auf Bildern. Den Laptop können wir noch kaputt machen. Die hier gehen ja leider nicht kaputt. Mal gucken, welcher Waffenaufsatz das jetzt gerade war. Das hier müsste es gewesen sein, ne? Pistolenaufsatz. Boah, spinnt gerade rum. Pistolenaufsatz. Ja, ach so, dann kannst du auch Taschenlampe und Laser an die Pistole machen. Denke ich mal, ja. Und da könnte ich jetzt zum Beispiel die Taschenlampe ranmachen, oder? Genau. Klick. Super. Gut, ich glaube, den Raum haben wir... Oh, das Attachment nochmal gefunden. Das Lampen-Attachment lag hier noch. Neben dem Schachbrett, wenn es noch keiner hatte. Die Hosen nehmen das Schachbrett mit. Habe ich schon, Digga. Perfekte Outfit zum Schachspielen hat er ja schon an. Ne. Was ist er, der schwule Turm oder was? Oh, hier ist ein Kumpel. Mhm. Mit Rechtsklick kannst du auch anvisieren. Also. Rechtsklick gedrückt halten. Oh, hier kommen noch ganz viele Kumpels. Ich glaube, Heiler, die 5 Minuten sind um. Also ich glaube, du kannst wieder Schusswaffen benutzen. Fair zu bleiben. Dann müsste ich bloß mal kurz zurück und mal Waffe wechseln. Reicht's aber. Okay, Leute, erstmal kurz schlachten die Dinger, dann wird die Rüstung so. Baby. Die Shotgun für die Babys zu benutzen, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Das war einer. Da hinten, nee, nicht durch die Tür gehen. Lass erstmal die Abschlachten hier von hinten anfangen. Ja, Pilot. Brauchst du. Okay, David, komm, bist du bereit? 3, 2, 1. Oh, hier ist noch ein Baby. Okay, hier, der zweite. Okay. Seid ihr ready? 1, ja. 2, 3. In der Ecke. Warte. Da ist einer. Aua. Jetzt nicht mehr. Okay, den hier. Oh, da ist noch einer, sehe ich gerade. Ja, ja. Oh, jetzt habe ich voll Jusen getroffen. Ist die viel abgezogen, Jusen?
Ich bin fast tot, ja. Ja, und habt ihr voll den Rücken geschossen mit der Schotti. Nehmen wir den hier hinten gleich in der Ecke. Warte mal kurz. Warte, ich seh ihn nicht. Okay. Okay, los, los, los. Ah, voll Arnie-Style hier. Mit der Schrotflinte mit einer Hand schießen. Okay, den habe ich gerade nicht erwischt, Leute, sorry. So, können wir uns gleich mal wieder Rüstung nämlich anziehen. Hatten wir den schon? Ja, ne? Der geht nicht. Doch, der geht noch. Hier, Jungs, den hatten wir noch nicht. Immer schön synchron. Es ploppt langsam raus. Möchtest du dir was anziehen? Dabei. Oh, ich höre hier Geräusche. Achso, weil wir uns nicht anziehen. Tabletten knuspern. So, dann hier durch erst? Ja, würde ich sagen. So, wieder ist das im Raum. Baby am Fuß hängen geblieben. Ich hab Golf beigeflogen. Nee, wird man schwer wieder los. Oh Mann. Ah, ein 3D-Drucker, okay. Aber ich glaube nichts. Okay, mehr. Hier ist ein Rätsel. Als Zettel. Mit verschiedenen Symbolen und Zahlen 6, 7, 8, 9. Stecken wir uns mal gut weg, können wir bestimmt nachher gebrauchen. Ist halt bloß schade, dass... Ah, so, jetzt könnt ihr das lesen. Ach, hier ist ein Putter. Golfschläger. Auch. Ja, Mann, steckt. Ja. Goal. Jetzt kriegen sie mal Golfschläger aufs Maul. Hier ist noch ein Zettel auf dem Tisch. Kann ich nicht nehmen? Doch, jetzt. Ne? Eine E-Mail, ja. Good news, you managed the boss of the clubs and the golf course. Okay. Okay. Geil, ich hab meinen eigenen Golfschläger. Eigentlich ein Putter. Aber so ein richtig schön dicker 9er Eisen wäre mir lieber gewesen. Hier sind noch Bälle. Falls ihr keine Golfbälle habt. Noch ein Golfball. Irgendwo ein Golfloch? Nee. Kannst du dir Golfbälle als 3D-Drucker machen? Nee, ist hier leider nicht drin. Hier ist jetzt bloß Trinkflasche, eine Maske, die du drucken kannst, die Enterhaken, diese Tech-Material, um dir die bessere Rüstung zu machen und ein Schlitten und Pfeile. Bis jetzt. Okay, David ist schon weiter. Oder wieder raus. Hallo David. Achso, hallo, hallo. Ich guck erstmal unten. Okay, nach unten geht's weiter. Nach oben. Hier oben ist zu. Ja, nach unten. Oh, hier sind Babys. Jetzt. Schlag doch. Oh, halt. Oh. Geil, ich habe Fisch gefunden. Fisch? Hm, Kühlschrank. Hier liegt auch noch eine Klamotte. Lederjacke. College-Jacke. Schrotmuni ist hier noch. Ich glaube, das war's. Gucken wir uns mal die Stats von der College-Jacke an. Ich
Nee, jetzt steht hier Lederjacke. Stand da nicht da gerade Collegejacke? Also Lederjacke und College? Oder habe ich mich, na, hab mich wohl vertan? Oh, naja. Achso, ihr könnt ja auch mal gucken. Wo ist denn der Golfschläger hierbei? Hier, was der für Werte hat. Okay. Dann nehme ich doch lieber wieder meine Machete. Gut, dann glaube ich, haben wir den Raum durch. Dann können wir weitergehen, ne? Und hier sind auf jeden Fall mal wesentlich mehr Räume als bei den letzten Sachen, wo wir waren. Oh, Katana, Katana, Katana. Geil. Nice. Wie im ersten Teil. Ja, sehr geil. Damage macht das Katana. Wir können ja mal kurz gucken, Leute. Das wird ja hier hinten auch liegen. Oh, das sieht nicht schlecht aus. Oh ja. Noch recht schnell, aber auch viel Damage und Glocken zur Hälfte. Ja. Oh. Okay. Leute, irgendwo hier war noch eine Notiz, wo ich stehe, glaube ich. Eine Notiz. Hier liegt ein Heft, ja. Ne, eine Notiz. Der User hat recht, hier vorm Rechner. Eine Tabelle. Nochmal Licht aus. Okay. Okay. Achso, kann auch einfach G drücken, oder? Das nimmt aber ein Katana nicht wieder gleich in der Hand, oder? Muss die Berufskurzwahl eigentlich mal legen. Ja, sehr schön. Komm, Babys. Okay, der Raum hier ist voll geschlossen. Hier wurden vielleicht ein paar Babys geboren. Oh, geil. Leute. Was ist das? Rüstung. Goldene Rüstung. Goldrüstung. Alter, wie geil. Batteries removed. Ach so, der. Ah, die Taschenlampe verbraucht einfach die Batterien, die du dabei hast. Ja, natürlich. Geil. Wenn du Goldrüstung anhast, hast du auch wirklich eine Rüstung. Also. Bietet. Wie eine normale Rüstung. Ja, nice. Muss man bestimmt bloß Gold finden, um sie zu reparieren. Ja, müssen wir dann mal schauen, aber. Digga, musstest du jemals eine Waffe reparieren? Nee, aber wenn es als Rüstung zählt, geht's ja kaputt. Ja, ich glaube, die geht nicht kaputt, Digga. Ich schon. Weil sonst brauchst du im ganzen Spiel jetzt nichts anderes mehr. Deswegen, ich glaube, das war relativ Glück, dass wir die jetzt gefunden haben. Nee, ich glaube auch, dass die kaputt geht. Das ist wie ein Gegenstand, dass du nur anziehst. Ja, der ist ja auch hier in dem Rüstungsding drin. Richtig. Das ist wie die jetzt. Ah, damit haben wir unsere ganze Schlabberrüstung überschrieben. Nö. Nee. Haben wir jetzt echt? Ja, ich habe gedacht, ich habe die im Inventar. Nee, dann haben wir die ganze Schlabberes. Okay, dann müssen wir uns den Spot hier am meisten merken, weil wenn das nachspawnen, kannst du dir immer wieder eine neue Rüstung holen. Okay, ich hab aber 9 Schlabberrüstungsteile in meinem Inventar. Ja, hast du zurückbekommen eigentlich. Oh, hab ja, ich jetzt schon. Auch gedacht, aber. Ja, nee, ist hier unten. Aber ist die Frage, wenn wir jetzt Mutantenzeug anziehen, kriegen wir dann die Goldrüstung zurück? Ja, muss naja, klar, du hast die Maske ja im Inventar zu liegen. Stimmt, kriegen wir zurück. Die Mutantenrüstung erstmal anziehen, glaube ich, weil das ist, was du verbrauchst. Die Goldrüstung erstmal. Ja, ja, ja. Ich will bloß mal einmal gehittet werden, um zu gucken, wie viel die einstecken kann. Wäre mal interessant zu wissen. Steine und eine Leiche. Hab mich auch, wenn die Steine hier oben so komisch aussehen, im Gegensatz zu denen unten, man die nicht wegsprengen kann, also. Da müsste eigentlich ein Symbol angezeigt werden.
Ja, ich glaube wohl. Alter, guck mal hier durch die Tür. Jo, oh. Haben sie wohl die Leichen gestapelt? Also wenn da, so Risse in der Wand sind, kann man da vielleicht noch weiter, wenn man da was C4 vorliegt? Ja. Guck mal, das sieht ja komisch aus hier. Mhm. Also nicht, dass ich wüsste. Okay. Schade eigentlich. Hier ist eine Tür, die wir so aufmachen. Ist mir schon öfter aufgefallen, dass da so zwei, drei... Hier ist mal ein Buch. Eine Goldmaske gibt's hier auch, okay. Ja, hier auf der mittleren Leiche. Mach Radio an. Auch da nicht. Okay, mehr war hier wohl nicht. Ah, die Goldrüstung wird, glaube ich, schon stärker sein als die Mutantenrüstung, oder? Ich kann dir nicht mehr sagen, welche hier die stärkste im Spiel ist. Also es gibt ja auch Knochenrüstung noch. Und hier ist ein Sack. Nee, hier geht's weiter. Ich habe bloß keine Taschenlampe mehr. Also L kann ich drücken für Feuerzeug, aber... Achso, nee. Die ist leer. So aus, ob er da wieder rauskommt. Hatten wir da noch einen Gang? Wir sind auch unten gelaufen und jetzt hier rein. Also nicht, dass ich wüsste. Alter. Ich habe jetzt keinen Gang mehr gesehen. Ich habe echt keine Batterien bei, wa? Okay, aber hier geht's irgendwo weiter. Wenn nicht, nimm das Wasser raus. Ja, hier ist was raus. Also hier geht's raus. Hell oder dunkel? Hell. Naja, war mal ein Katana. Goldrüstung mit Goldmaske. Rote Maske haben wir uns ja auch schon gedruckt. Oder war die rot? Ja, die war rot, ne? Ja, und dann hätte ich noch gesagt, gehen wir da drüben zur Höhle. Ja, können wir machen. Okay, wir gehen erst zur Höhle. Hier haben wir die rote und hier haben wir die goldene. Da auf der anderen Seite des Flusses, ja. Mit der goldenen Maske sollst du, glaube ich, alle Leute verschrecken können, die keine Maske tragen. Also von den Mutanten. Okay, die kannst du auch bloß kurz vor deine Sicht halten, die kannst du ja nicht richtig aufsetzen. Genau, aber die lassen dich normalerweise in Ruhe, wenn hier irgendwelche Speer oder sowas sind, weil die denken, du bist so ein krasser Anführer. Außer bei Raids, da funktioniert es gar nicht. Und mit Katana ja noch auf die Kurzwahl packen. Ja, mach ich glaube ich auch jetzt mal ganz schnell. Da packt er die Schrotflinte für weg. Okay, naja, dann ist das so. Achso, vielleicht mal auswählen, ja. Oder rübertauchen? Ja, das stimmt. Können wir machen, ein Boot gibt ja leider nicht mehr viel her. Achso, ertrinkt man, wenn die Ausdauer leer ist? Nee. Ausdauer ist nur für Sprinten da. Wasser. So, ihr seid deutlich schneller, wenn ihr Dings sind. Anzug. Na, okay. Jetzt bin ich schon im Wasser, ist egal. Oder zieht er den automatisch an? Das sieht doch so aus, als wenn ich eine Arme was Enges anhab, oder? Natürlich auch. Das weiß ich nicht. Also sonst müsste ich jetzt die Goldrüstung anhaben. Oder es sieht im Wasser gerade, weil die Sonne untergeht, so komisch aus. Ich hätte gedacht, da kommt jetzt eine Seeschlange. Gesnickt. Na, Haie gibt's glaube ich im Spiel. Also Haie zumindest, aber. Okay, das Wasser kann man nicht trinken. Ja, da hat Jusen hineingeschifft. Kannst du nicht mehr trinken. Ich bin gleich wieder da. Wir haben Katana.
Wir haben Elektroschocker, wir haben eine Taschenlampe, also es läuft sich schon ziemlich gut bei uns, also wir haben schon gut Zeug am Stüssel. Läuft bei dir, Jusen, auf jeden Fall. Nicht nur bei mir, bei uns allen, wir haben ein relativ selbes Equip. Aber die normale Taschenlampe braucht man, glaube ich, gar nicht. Wenn man die Lampen auf den Waffen nutzt, da muss man, glaube ich, keine Batterien reinmachen. Gut, das wäre ja relativ unlogisch, wenn das so wäre. Ja, aber wann... Nee, das ist so. Bin ich mir sehr, sehr sicher eigentlich. Das war's? Kannst du bestimmt noch tauchen da drin, oder? Bis jetzt ist es ja flach. Ist ja alles hier flaches Wasser. Ja, ich glaube, das war's. Letztes Mal gab's auch nur daheim. Da. Und meinst du mit der kleinen Lücke da in der Ecke, oder was? Ja. Und bis jetzt habe ich nichts gesehen, David, und ich denke, dass ich jetzt eben mal rumgelaufen bin. Ich denke, hier kann man zwar in die Ecke, aber... Okay. Tür geht's wieder raus. Guck mal links von dir, Peiler. Genau, geh mal da. Nach links. So, gehen wir nochmal nach links rum. Kannst du da den Felsen nach oben? Hier links von dir? Den hier? Nee, den da, ja, den da, genau. Kommst du da vielleicht hoch? Also, ich kann hier drauf stehen, ja. Aber dann rutsche ich langsam runter. Was soll da drüben, da oben ist nichts weiter, oder? Nee, nach oben ist nicht irgendwo ein Loch oder so, wo man vielleicht... Dann hätte man ja mit der, Harpune wollte ich gerade sagen. Beim Enterhaken, ja. Genau, einfach vielleicht nach oben krabbeln können. Aber hier ist, wie es ausscheint, wirklich nichts. Ja, so aus wie so eine Boss-Area. Oder dass er euch vielleicht da irgendwie durchsprengen müsste oder so? Eigentlich, wenn irgendwas zum Sprengen wäre, müsste man es offensiver sehen. So war es zumindest im ersten Teil. Okay. Also ich glaube, wenn ich mich noch recht erinnere, bin mir aber unsicher, dass wenn du denn so irgend so eine Wand gegen Yang bist, hat er dir das angezeigt. Also wie bei Grounded, so ein Bombensymbol. Genau. Ja. Ja. Aber bei dem Typen lag jetzt auch nichts, wa? Nö. Vielleicht kommt da ja noch was in Zukunft. So. Wenn nichts ist, dann ist nichts, wa? Kann man nie ändern. Ja. Oh, ist dunkel draußen. Mal schlafen. Was ist denn mit Jusen los? Guck mal, er hat gleichzeitig die Axt und das Katana in der Hand. Er hat eine Axtana. Eigentlich habe ich bloß Katana in der Hand, okay. Ja, guck doch mal, wie im Stream. Da? Ja. Unten die Axt und oben guckt das Schwert raus. Ja, das ist eine Plane, ja. See ist echt riesig, ne? Das ist doch bestimmt auch ein Geheimnis unten, wenn du tauchst oder so. Das kann gut sein, ja. David will jetzt ins Schneebiet. Lass mal hier ein Zelt bauen, dass wir pennen können. Dann könnt ihr nirgends so was hinstellen. Ach so. Ging erst hier auf dem Weg, ja. Gute Nacht. Alter, das ist mit deiner Rüstung aus wie zum C3PO von Star Wars. Kann ich mir gut vorstellen, ja.
bin bis jetzt ja auch leider noch nicht auf den Gegner getroffen, der mich mal geschlagen hat. Hat er eine Trinkflasche drin? Ne, die ist leer. So, jetzt ist die Frage, ob wir noch ein Ding im Schneegebiet nehmen oder ob wir uns langsam auf den Rückweg machen. Das wird ja auch noch einen Moment dauern. Ja, spätestens um 22:15 muss ich ausmachen. Deswegen, ich würde dann so auf den Rückweg gehen. Quer über das Schneegebiet oder außenrum? Ist egal, wir müssen gucken, dass wir uns nicht den Arsch abfrieren. Also ich wäre für einen sicheren Weg. Okay, dann lass uns außenrum gehen. Nimm mich da ruhig altmodisch. Altmodisch. Modisch alt. Oh, jetzt müsste ich bloß mal stolpern. Dann huppala! Das wollte ich aber nicht. Hätte ich use eine Kugel im Arsch. Oder im schlimmsten Fall im Kopf. Jetzt habe ich gerade am Family Guy, wo diese Geschichte gemacht wurde. Oh, der Wolf, dann rennt da zwei Leute los. Der eine stolpert und dem fällt voll das Gewehr aus der Hand und er schießt den anderen. Ja. So. Ey, aber Leute, wir haben es gerade getan, das ist schon ziemlich nice. Ja. Und halt ein Revolver, ne? Ein Revolver, ja. Auch noch goldene Rüstung. Also. Bin bloß mal gespannt. Also. Sagen wir mal so, wir spielen das Spiel ja eigentlich recht langsam. Wir wollen ja auch alles erkunden und bauen ja auch ein bisschen und alles. Aber ich bin mal gespannt, wie lange uns das trägt, erstmal. Also, ich sag mal, wir haben schon einiges gefunden. Also, ich glaube, wenn wir jetzt die Karte noch ein bisschen mehr verfolgen mit den ganzen Zeichen, die da auf der Karte vorhanden sind, werden wir, glaube ich, schnell den vermissten Milliardär finden. Ich kann mir richtig vorstellen, wie er in seiner Villa sitzt und sich so denkt, ah, habt ihr mich endlich, ja? Hat aber ewig gedauert und jetzt werdet ihr erschossen. Ja, wer weiß. Mach die mir ja nicht. Oder so richtig Plot-Action, ich will gar nicht gefunden werden, ihr sterbt. Genau. Ihr wisst, wo ich bin, ihr müsst sterben. Was macht ihr hier? Ich bin in meinem Urlaub. Aber wir müssen sie doch retten. Das sind meine Monster. Die habe ich ja schon. Ja, das könnte ich mir gut vorstellen, ja. Wie seid ihr an meinen Wachmonstern vorbeigekommen? Wir haben sie aus Versehen getötet. Sorry dafür. Wow. Hä? Okay, hier war keine Schwimmanimation. Ja, wir konnten stehen unter Wasser, habe ich gesehen. Kein Schaden bekommen. Das war der Druck von oben, der hat uns nach unten gehalten. Jusen hat öfter mal was stehen unter Wasser. Manchmal auch über Wasser. So groß ist er nicht. Ich sag nicht, dass er groß ist, aber stehen tut er trotzdem. Wie eine 2. Weiter reden wir jetzt schon wieder über David sein Geschlechtsteil. Das ist auch Dauerthema bei uns hier. Ist halt immer in aller Munde. Ja, genau. Hättest du wohl gern. David mag es auf jeden Fall auch à la carte. Französisch mit Zunge, ja? Naja, und von allem am liebsten etwas. Mal von vorne, mal von hinten, mal von oben, mal von unten. Wie man es sehen möchte. Aber jeder hat so seinen Fetisch, war David? Ich bin ja berauscht, dass ihr das alle auswendig kennt. Naja, so viel wie du über dein sexuales Leben und über deinen Körper redest. Kennen uns ja schon ein paar Jahre. Ja, sexuales Leben, okay. Weißt du, David, der Unterschied ist, wir streamen ja Spiele, aber wenn du immer deinen Geschlechtsakt streamst, dann ist das kein Geheimnis mehr.
Es ist keine Intimzone mehr. Also Leute, David ist auch bei OnlyFriends. Da heißt er auch genauso wie hier. Ja. Dildo Swaggins. Da findet er ihn, dann wisst ihr auch gleich, was Phase ist im Stream. Aber deine Fotos sind sehr erotisch, muss ich sagen. Ah, jetzt haben wir hier. Telefonnummer verlinke ich euch noch bei Pyler auf der Seite. Und ich packe den nicht auf. Kein Thema. Na, komm mal, jetzt komm ich mal. Ja, komm, hau zu. Hau dich. Nein, hau dich nicht. Doch, jetzt hat er gehauen. Aber daneben. Muss treffen, Gollum. Nein. Jetzt hat er getroffen. Nö. Die Rüstung hat nichts abgezogen. Er hat mich einmal gehittet, ich habe nur Leben verloren. Wäre bloß mal interessant zu wissen, was die für einen Rüstungswert hat. Krass. Ja, wer weiß, vielleicht ist es ja in dem Spiel auch so, dass wir ja nicht nur gegen diese Monster kämpfen, sondern später wirklich noch Soldaten kommen, die auf uns schießen. Da wäre so eine Rüstung vom Vorteil und vielleicht geht die dann erst kaputt. Bei Schusswaffen meinst du? Das genau. Oder wenn die Würmer angreifen, weil ich glaube, mit der Mutantenrüstung haben die Babys auch keinen Schaden gemacht. Jo. No. Muss man das vielleicht aufeinander abwiegen, sag ich mal, was bei wem die beste Rüstung ist. Aber sonst würde es ja auch keinen Sinn machen, weil das Spiel muss ja, sonst klopfst du da unendlich viele Sachen rein und eigentlich musst du nur eins benutzen. Da wäre es ja schon clever, wenn man die immer wieder mal tauschen muss, um andere Sachen zu benutzen, so wie es die Situation halt hergibt, ne? Ich könnte mir halt nur vorstellen, dass wir da halt immer wieder hinlatschen müssen und vielleicht, wenn die nachgespawnt, das neue holen müssen. Kann vielleicht gut, auch aber, sein. Boah. Aber rein theoretisch, wenn die jetzt bei schwächeren Gegnern unter einem bestimmten nichts mehr abzieht, dann musst du sie ja auch nicht mehr tauschen. Also du musst ja dann nicht eine schwächere Rüstung anziehen, nur weil du... Ja, die jetzt, also weil die jetzt nicht kaputt geht, sag ich mal, ne? Also das wäre ja dann, ist ja irgendwo eine sinnfreie Logik, dass du schwächere Rüstungen hast, weil die nicht kaputt geht. Also würden wir da gar kein Leben mehr verlieren. Ja, ich denke mal, dass die bloß so einen generellen Block Schaden macht. Oh, das ist halt jetzt bloß was Optisches, aber dann würde mich halt die große gelbe Anzeige da wundern. Ja. Aber hast du denn jetzt viel Leben verloren im Gegensatz, wenn du gar keine Rüstung tragen würdest? Ich habe jetzt nicht genau drauf geachtet, aber so. Also, ich weiß nicht, wie viel ich vorher hatte, aber ich glaube, er hat mir so einen halben Strich da abgezogen. Also was zwischen den beiden Strichen im Roten ist. Da ist einer mit einer großen Keule und einer Maske. Ach, der da oben, meinst du? Mhm. Wenn du Lust hast, dann kann. Na, dann mach doch mal die Probe auf Exempel. Mach mal zu. Ne, die Rüstung geht nicht kaputt, aber er schlägt mir so aufs Maul. Alter. Die Rüstung geht nicht kaputt, Leute. Also brauchst du jetzt eigentlich, kannst du die Mutantensachen eigentlich alle, Ja, weiß ich nicht, ich weiß halt nicht, wie viel die Rüstung Block, also kann er mal einmal tauschen. Ne, sie macht gar nichts, sie ist nur optisch, würde ich sagen. Ja. Ja. Und die hat ja keine Werte da. Ja, aber dann verstehe ich den gelben Balken nicht. Weißt du, so, wenn ich ja Mutantenhaut anhab, sieht man ja unten in der Ecke, das eine pinke, für eine Haut. Und wenn ich das ja wieder anziehe, ist das Gold. Ja, vielleicht ist das Gold wirklich nur, dass du siehst, dass du jetzt die optische Goldene Rüstung anhast. Vorsicht, Pfeiler! Vorsicht, Pfeiler! Aber anders würde es halt keinen Sinn machen, also... Vielleicht haben durch die Rüstung, die die goldene Maske und die goldene Rüstung anhaben, die uns dann in Ruhe... Das kann sein. Scouter, weißt du? Das kann sein. Hier ist eine Ledertasche, Leute. Weil der eine kleine Gollum, der wollte dich ja auch nicht angreifen. Ja. Ich habe die Ledertasche nicht gesehen, Jusen. Sie war hier bei dem Typen. Hier ist hier. Noch eine. Und hier ist noch eine. Hier, David, vor mir lag noch eine. Okay, die hast du wohl schon. Ich hab alles. Gut, dann ab nach Hause, Leute.
Wollt ihr die nicht da noch ausnehmen, die Typen da? Oder kriegt ihr da keine Mutanten raus? Nee, die kannst du bloß so zerhackstückeln und essen. Achso. Oder halt die Knochen für Knochenrüstung. Genau, also kannst du verbrennen und dann kriegst du die Knochen raus und kannst die Knochenrüstung draus machen. Achso. Oder halt auch aus dem Oberschenkel Knochen kannst du auch als Waffel benutzen. Als Waffe benutzen. Kannst du ja einen Waffelknocheneisen machen, ja? Nee, genau. Hast du richtig schöne Waffelknochen. Schwing! Jetzt bleibt David mal stehen. Ist ja... Warum passiert denn sowas? Ich muss auch mal was essen. Hast du eigentlich nebenbei wieder eine Aufnahme am Laufen? Ja, ne? Ja, klar. Haben wir jetzt halt so eingestellt, Alex. Immer wenn ich streame, wird es jetzt aufgenommen. Ich lasse das auch so, weil wenn ich was draus machen will, kann ich es und sonst lösche ich es halt. Ja. Weil dafür habe ich ja jetzt mit der neuen Festplatte, die ich mir vom halben Jahr gekauft habe und alles. Und dann haben wir ja auch noch, falls das mal zu viele Daten sind, kann ich das ja auf meine tragbare 5 Terabyte Festplatte auch noch schmeißen. Ja, die Folgen dann, ne? Aber ich weiß jetzt halt nicht, ob wir dann auch die Folgen noch aufheben müssen, wenn wir die hochgeladen haben. Rein theoretisch können wir die auch wieder runterladen, ne, oder? Ja, aber halt nicht in der gleichen Qualität vielleicht, wie du es hochgeladen hast. Ach so. Ich sag mal so, wenn du es. Es kommt halt drauf an, wie du arbeitest. Ich mach's erstmal so, so habe ich es auch bei der Mucke gemacht. Ich habe alles Material immer auf meiner großen alten Festplatte gesichert. Auf meiner Tragbahn dann immer wieder, wenn der Rechner so langsam voll wurde. Und hab das halt mal nebenbei Rechner angemacht, dann kann er das nochmal 2-3 Stunden rüberschieben. Ja, das sowieso. Also jetzt am Anfang werde ich es natürlich auch alles erstmal sichern. Aber ob du es am Ende löscht, das ist halt dein Ding, ne? Du musst halt einfach nur wissen, ob du mit dem Material irgendwann nochmal was machen willst. Wenn du sagst, nö, eigentlich nicht, die Folge ist auf YouTube, reicht mir, dann lösch es. Ja, na, ich meinte jetzt nach einem Jahr oder zwei oder so. Also jetzt nicht übermorgen. Aber übermorgen ganz bestimmt. Naja, aber ist ja schon mal gut zu wissen. Bei mir, wir hatten es ja jetzt bei mir auch schon eingestellt, dass die Aufnahme ja auch immer nebenbei läuft. Genau. Ist ja eigentlich recht einfach, man muss bloß erstmal wissen, dass das so funktioniert. Das wusste ich halt nicht. Und ich hab's ja auch mal gegoogelt und so und hab's nicht rausgefunden und halt erst wieder durch einen Zufall rausgefunden. Ja, weil es halt noch keiner wirklich so an sich streamt und hat mal erzählt, weißt du? Ich hab's ja extra gegoogelt, Alter. Und wenn man das schon googelt und eintippt, OBS Stream plus Aufnahme oder gleichzeitig streamen und aufnehmen und so, und da kommt nichts. Ja, und dann findest du zufällig irgendwann von irgendjemandem mal ein Video nach 2 Stunden Suche. Ist schon echt traurig, Alter. Das ist, ja. Aber ich würde da vielleicht auch für YouTube nochmal irgendwie so ein OBS-Channel machen oder sowas. Wo wir einfach nochmal alles so ein bisschen aufdröseln, was wir jetzt so in den Jahren. Oder besser gesagt, du. Ich habe ja jetzt auch noch nicht viel zu beitragen. Aber wo wir so einen kleinen Info-OBS-Channel machen. Klar, also können ja auch im Stream immer, wenn die Leute das wollen, können wir auch halt mal ein Just-Chatting machen, wo man mal so die OBS-Grundlagen macht. Ich meine, ich bin auch nicht allwissend und ich mach bestimmt auch noch viele Fehler und sowas. Man lernt ja mit der Zeit, aber ich sag mal so, um jemanden das Stream beizubringen, dass er weiß, was er zu achten hat und die Grundeinstellungen und so, das krieg ich auf jeden Fall locker hin. Hat der Taucherklamotten an? Sieht so aus, wa? Ja, ne? Ist ja okay. Oh oh. Ich hab's überlebt. Ich weiß zwar nicht wie, aber. Pass auf, du läufst da glaube ich genau in den aus der nächsten Fall. Aber der lebt noch. Jo. Krass. Ja.
Wir müssen noch nach rechts, Alter, ja. David, müssen wir nach rechts? Ja, ich laufe am Strand nach Hause. Zu. Ja, aber hier kommen wir nicht in, wir müssen an der Schlucht vorbeilaufen. Hier sind doch große Berge, die du siehst, oder? Ja, ich bin da vorhin unten von der Schlucht runtergelaufen und ins Wasser. Bin da die rüber geschwommen auf die Strandseite und laufe jetzt hier nach Hause. Ja, ich wollte aber auch so. Aber wenn dadurch, dass der Fallschaden jetzt nicht so ist und man recht gut die Wände runterglitschen kann, kann ich euch das immer bloß empfehlen. Ihr müsst halt bloß langsam machen und halt runtergucken, dass auch wirklich irgendwo die Wand nicht fast komplett glatt ist, sondern auch irgendwo noch so ein bisschen Struktur ist mit kleinen solchen Absätzen hier. Dann kann man da richtig schön runter. Oh, hier hinten ist auch ein Lager. Aber hier waren wir ja schon, oder? Die Kisten sind wieder zu. Na, das spawnt immer nach. Aber eigentlich... Achso, ja, die Kisten. Okay, war vielleicht nur im ersten Teil so. Dass die dann offen geblieben sind. Weil da ist im ersten Teil, ist, glaube ich, nicht alles nachgespawnt. Ne, die gehen auch immer wieder zu. Teig bei David gesehen, wo er da öfter mal gestorben ist. Da waren die Kisten beim Spawn auch immer wieder zu. Oh, okay. Frag mich, ob es in dem Teil auch wieder eine untergegangene Yacht gibt, ne, Jusen? Okay, untergegangen war die nicht. Die ist ja bloß auf dem Riff hochgelaufen. Ach so, relativ am Anfang meinst du. Mhm. Wo wir uns denn geärgert haben, nachdem wir da riesen Gebäude gebaut haben. Ja, scheiße, wir hätten auch am Anfang erstmal nur auf der Yacht überleben können. Weil da wäre man sicher gewesen. Schlafen konnte man, immer wieder Sachen sind nachgespawnt. Eigentlich müsste unser Haus doch da hinten stehen, oder? Auf der Karte sieht es so aus, als wenn es... Nee. Ich habe das andere Symbol da verwechselt. Das da hinten am Strand, weil da ja der... Das, die aufgeschlagene Plane ist als Zelt. Das ist ja auch ein Hauszeichen. Oh, ah, du musst noch eine ganze Strecke rennen, du. Na, da vorne siehst du doch die kahle Stelle. Da haben wir alles niedergerissen und da rechts daneben, da ist das Haus. Mhm. Sollen wir nochmal gucken. Mit dem Jagen und Fischen werde ich mich auf jeden Fall dann auch mal beschäftigen, dass wir wirklich mal die Fallen da aufstellen, wo wir Eichhörnchen sehen und beim Fischen halt wirklich gucken, dass wir irgendwo erstmal Fische sehen und da die Reusen aufstellen. Ja, Fische haben auch den Vorteil, dass sie Leben geben. Ist auch nicht schlecht. Mir war auch so, aber weißt du das, Jusen, noch? Im ersten Teil gab es da nicht auch noch sowas wie Verbände, außer zu den Schmerztabletten? Oder gab es da nur die Schmerztabletten zum Heilen? Oh, gute Frage. Das weiß ich jetzt nicht genau. Nein, oh, ich weiß es auch nicht mehr. Wir können uns aus Blumenwasser was zum Heilen machen. Ah, okay. Aus Aloe Vera und, weiß nicht, hier sehen glaube ich aus wie Sonnenblumen. Hafgarben oder so heißen die. Mal gucken, muss ich unbedingt irgendwas rauslegen? Das müssen wir eh alles mitnehmen. Stöcke habe ich. Seile könnte man noch mal rauslegen. Achso, die Taschen. Öffnen wir doch erstmal die Taschen. Gucken wir, was da noch drin ist. Ich hätte mir vorstellen können, dass im Spiel einfügen, dass du 1,99 zahlen musst, um diese Lootboxen aufzumachen. Also, das wäre ja richtig scheiße gewesen. Okay, er sortiert jetzt sogar, wenn ich die hintereinander aufmache, glaube ich selber weg, oder? Ja. Opferstück. Sehr schön. Wir machen Tech-Rüstung, Zeitbomben. Oh. Okay, den Fisch. Kann ich ja mal machen. Können wir uns ja mal angucken. Warte mal, das Lagerfeuer. War man das Lagerfeuer eigentlich? War das nicht hier oben drin? Nee, vorne. Ich wollte es nicht mehr oben drin haben. Ah, hier. Okay.
Müssen wir noch verstärken. Achso, warte mal. Eigentlich reicht doch E drücken. Lecker, lecker. Geld verbrennen. Okay. Ich glaube, der Bug funktioniert nicht mehr, David. Bei mir ist das jetzt alles unessbar schon. Ja, bei mir auch. Ich glaube, das mit dem Vergammelten geht nicht mehr. Gestern hat das noch so super funktioniert. Ach doch, warte mal, der Fisch. Doch, der Fisch ist umgeploppt. Doch, doch, geht noch. Geil, er beißt erst den Kopf ab und dann beißt er in die Seite rein. Was geht? Jetzt ist es wieder essbar. Ich habe mich wohl gewundert, letztes Mal ist es gleich umgeploppt, ne, Jusen, und war nicht erst noch vergammelt, oder? Hatte ich so das Gefühl. Achso, warte mal, du meintest ja verstärken. Das kommt bestimmt, indem man die Dinger in der Hand nimmt und platziert. Hä? Kann keine mehr dazwischen legen. Geht doch, das bei dir? Doch, doch, kannst du. Da war gerade der Kreissymbol. Ja. Okay, cool. Cool. Ah ja, Schildkrötenpanzer. Siehst du, was konnte man mit den Schildkrötenpanzer machen? Konnte man die nicht so ein drei Bein bauen, den Panzer drauf machen für Wasser? Um Wasser zu sammeln, Junge? War das nicht im ersten Teil so? Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, du kannst aber mit dem nichts kombinieren, oder? Ja, du kannst nur ausrüsten. Ich glaube aber, im ersten Teil konnte man aus den Panzern vielleicht kannst so Wasserschalen machen zum Wasser sammeln. Vielleicht kannst du dir da auch ein Schild draus machen. Das wäre auch praktisch, ja, aber normalerweise zeigt er ja, wenn du das jetzt. Ne, es geht echt nur ausrüsten. Da müsstest du halt Rechtsklick kombinieren stehen. Und wenn du es dann in die Mitte packst, dann könnte man das zu einem Schild umbauen, aber das geht wohl nicht. Na, vielleicht. Und sonst wäre beim Craften halt mit bei, also bei B. Da kannst du dir jetzt so ausrüsten, also wenn da steht ausrüsten, dass du dir jetzt auf den Rücken packst oder so, dass dir das. Er nimmt es dann. Nee, er nimmt es nur in der Hand. Achso. Leider. Ja, vielleicht musst du das Gestell fertig bauen und dann kannst du drin legen. Aber ein vorgefertigtes gibt es schon mal nicht. Leute, hier sind ein paar Gegner. Oh, die lucken schon wieder über den Zaun, ich seht schon. Boah, sind einige, Alter. Gibt ja zwei Baumenüs. Wenn du X gedrückt hältst, hast du ja auch noch so ein einzelnes und du könntest ja, ich kann es ja gleich mal versuchen. Leute, Gegner. Naja, und? Na, wie wär's mit Angreifen? Warte mal. Okay, ne, jetzt zerbricht er die bloß. Kann ich einen Stock nicht einfach aus so einer Erde stecken? Da kann man das sogar anzünden. Wie das aussieht. Geht das wohl nicht. Doch, warte, Rechtsklick, jetzt. So, in der Erde rammen. Achso, ich hatte ja den anderen schon in der Hand. Aber irgendwie anders kombinieren geht wohl nicht. Ich kann ihn daneben in die Erde stecken. Okay, muss vielleicht gleich mal noch zwei Stöcker mehr holen. Vielleicht braucht man vier. Nö. Also ich weiß, was Alex meint. Also vielleicht könnte man den als Schild benutzen, wenn man das Ding in der Hand hält, wenn nicht jemand angreift. Aber dann hast du ja auch nicht viel von. Ja, und dass du den vielleicht wirklich einfach nur auf den Stein legst oder so, dass du den gar nicht auf den Stöcker platzieren musst, sondern einfach nur irgendwo auf den Stein und der bei Regenwasser aufsammelt
Guck mal, zeigt mir jetzt hier aber eine Struktur an, ne, Alex? Mhm. Ich glaube, du brauchst noch ein bisschen mehr. Oh, boah, mehr Stöcker. Ich habe nicht nur Stöcker mit den Nummern. Jetzt nimm das Ding mal aus der Hand, danke. Oh, ich muss da um. Sag doch, wenn ich es wegnehmen soll. Ach so, ich wusste nicht, dass es kaputt geht, wenn ich dagegen laufe. Ich dachte, der okay, sorry. Wollte ich nicht. Frage ist, ob ein Dreibein reicht oder ob man ein Vierbein machen muss. Na so, also der zeigt dir ja an, dass du das auch schräg machen kannst. Vielleicht versuch's erstmal mit rein. Du musst so ungefähr die Mitte eigentlich treffen. Er zeigt mir immer fast so ein bisschen parallel an. So. Ja, genau. Sieht doch gut aus. Zwischensetzen kann ich. Doch. Geht das? Gerade hat er doch wieder was angezeigt. Nee, das sind bloß die Linien, das sind die Linien, aber hier zwischen kann ich jetzt nichts setzen. Ich kann hier halt nur wieder andere Stöcker hinsetzen. Vielleicht musst du die Punkte richtig fixieren. Nein, steck da einfach nur einen Stock. Auf den Stock. Okay. Ja. Leute, wo habt ihr die ganze Munition hingeballert? Unten. Achso, nee, die siehst du nicht. Die ist bei mir auch verbuggt. David. Muss dir die dann geben? Okay. Ne, weiß ich nicht. Muss ich mal ausprobieren, Leute. Vielleicht geht es ja noch irgendwie, aber sonst wäre der Panzer ja amok unnütz. Hm. Kannst du den einfach nur auf den Stein legen? Also auf dem breiten Stein, dass der den so sammelt? Genau da einfach hinlegen? Ich glaube, ich kann es nicht mal fallen lassen, Alex. Ich kann hier drücken, was ich will, der lässt es nicht fallen. Kann ich halt gerade gar nichts mitmachen. Naja, mal gucken. No. Vielleicht machen sie ja auch noch was draus, aber im ersten Teil war glaube ich auf jeden Fall so, dass du so ein... nicht genauso gebaut wie hier bei mir. Und dann lag das Ding da halt in der Mitte drin. Und dann hatte man jeden Tag Wasser drin. Wenn du mehrere hingestellt hast, hattest du halt, wenn du in der Gegend warst, wo kein Fluss war oder Trinkwasser, hattest du halt kein Wasserproblem. Naja. So ist das. Na gut, meine Lieben. Dann machen wir an der Stelle für heute Feierabend. Verabschieden uns bei euch. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein, danke fürs Nachgucken, danke für YouTube gucken. Die Folgen kommen nämlich dann auch auf YouTube. Was kann man noch sagen? Danke fürs Kommentieren, fürs Liken, fürs Followen, fürs Abonnieren, für alles. Macht euch auf jeden Fall noch einen schönen Sonntagabend. Da hast du Golden Man. Und dann sehen wir uns in den nächsten Tagen wieder. Da sage ich euch auf jeden Fall auf Insta und Facebook Bescheid, wann wir weiterspielen. Auf jeden Fall Dienstag und Donnerstag, wisst ihr ja. Und dann müssen wir mal weiter gucken. Würde ich sagen. Jo. Na dann. Gehabt euch wohl, bis deine Antenne. Ciao. Ciao, ciao. Bye, bye.